Seamos. Botschafter? Guten Tag. Botschafter. Herr Doktor, willkommen in Budapest und in meinem Lokal. Es ist mir eine große Ehre, dass Sie heute unser Gast sind. Erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag auszusprechen. Danke. Danke. Weiß nicht mehr, wie oft ich zu meiner Frau gesagt habe, dass ich hier unbedingt noch einmal Budapest zeigen muss. Solange wir noch gesund und munter sind. 50 Jahre verspricht er mir das. Schön, dass Sie den Namen beibehalten haben. Ich kannte den Herrn Szabo noch gut. Oh, ich leider nicht. Das war lange vor meiner Zeit. Ich habe als junger Mann viele Stunden in diesem Restaurant verbracht. Hoffentlich nicht mit dem Warten auf das Essen. Hier kommt Ihr Rollfleisch. Bitte spielen Sie das Lied. Sie wissen schon, das ist berühmt. Ist hier ein Arzt? Ja. Gehen Sie bitte zur Seite. Das ist das verfluchte Lied. Immer wieder das verfluchte Lied. Können Sie mich hören? Dabei wurde es doch aus Liebe geschrieben. Für Sie. Vor 60 Jahren. Also, viel Freude mit dem neuen Flügel. Vielen Dank. Nein, gut.
gutes Restaurant gehört einfach ein Piano. Im Gundel haben sie jetzt eine Zigeunerkapelle. Weil die amerikanischen Tourists meinen, in Hungarian Restaurants müssen Gypsies fiedeln. Aber wenn die Leute auf das Gefiedel schärfer sind als auf das Gulasch, dann wird die Küche nachlässig. In deinem Gundel machen sie jetzt ein Pököl, dass sich die Elefanten im Zoo gegenüber gegenseitig die Rüssel zuhalten. Und die Karpfen würden sich am liebsten ersäufen im Aquarium, wenn sie das riechen. Du hättest doch lieber bei deiner Musik bleiben sollen. Damit du dir das Honorar für einen Pianisten sparen kannst. Aradi, ich komme zum Vorspielen. Wir sind eine Stunde zu spät. Wir haben schon einen Pianisten. Lass ihn doch noch vorspielen, Laszlo. Bitte, lass ihn vorspielen. Mir zuliebe. Danke. Zuhöre, tut es mir leid, dass ich mit dem Singen aufgehört habe. Sie haben gesungen? Ich habe es sogar studiert. Aber nach 2 Jahren habe ich gemerkt, dass es doch nicht für den Konzertsaal reicht. Bei mir reicht es auch nicht für den Konzertsaal. Aber Sie spielen. Ja, kommt Zigan, so oft es gewünscht wird. Ist es ja ganz schön, wenn es glänzt. Aber bei Ihrem Anzug? Das tut mir leid. Ich habe leider keinen anderen. Aber ich könnte mir immer etwas zurücklegen für einen neuen. Das dauert mir zu lange. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen einen kaufen. Vielleicht werden Sie ja noch mal reich mit Ihrer Musik. Dann können Sie mir das zurückzahlen. Für Sie. Danke. Thank you.
Variante 1. Hast du gemerkt, unser Pianist ist ja auch schon verfallen. Wieso auch? Wer ist mir denn noch verfallen? Da fallen mir schon ein paar ein. Variante 2? Einer ist dir sogar so verfallen, der möchte am liebsten, dass du immer in seiner Wanne badest. Ich mag es genau so, wie es ist. Wasch mir den Rücken. Ist das mein Rücken? Ich kann nichts dafür, das ist die Seife. Vielleicht rutschen. Für den Deutschen, Tisch 7. Wisst ihr, wie der unsere Majaruvaro-Laden nennt? Rollfleisch. Ist der schon wieder da? Du bist ein Segen fürs Geschäft. Der isst jeden Abend sein Rollfleisch bei uns, nur weil du es ihm bringst. Dann soll er es auch kriegen, bevor es kalt wird. Das ist die neue Kleinbildkamera von Leica. Eine Weltneuheit aus Deutschland. Sehen Sie, der Film ist nur 35 mm breit und passt in eine solch kleine Patrone. Aber das Unglaublichste ist der Schnittbildentfernungsmesser. Ich sehe jetzt zwei Bilder von Ihnen, Fräulein Ilona. Und jetzt schieben sich die Bilder langsam übereinander. Und wenn es nur noch ein Bild ist, sind sie ganz scharf. Das ist deutsche Wertarbeit. Ja? Ihr Rollfleisch wird kalt. Engel werden zwar nicht älter, aber Geburtstag haben sie trotzdem, weil sie nämlich auch mal gern einen Champagner trinken. Alles Liebe zum Geburtstag, meine Engel. Oh, wie schön. Weil du dich jeden Tag verschenkst wie ein Blumenstrauß. Auf die Ilona! Auf die Ilona! Auf die Ilona! Auf Fräulein Ilona. Dankeschön. Ich habe kein richtiges Geschenk für Sie. Nur eine kleine Melodie. Die ist noch nicht ganz fertig, aber sie ist nur für Sie. Hände weg vom Piano! Ich wollte
wollte dem Fräulein Ilona auch ein Ständchen machen. Bei uns darf der Gast fast alles, nur nicht in die Küche und ans Piano. Ihr Lied ist mir richtig zu Herzen gegangen. War das wirklich was Eigenes? Ja. Also direkt selbst komponiert haben Sie das? Ja, Herr Sabo. Dann sollten Sie es jeden Abend spielen. Kostet ja keine Tantiemen. Fräulein Ilona, verzeihen Sie mir, wenn ich so einfach... Wieg. Hans Eberhard Wieg. Entschuldigung. Heute ist mein letzter Abend in Budapest. Und ich würde nicht wagen zu fragen, wenn da nicht diese Merkwürdigkeit wäre. Heute ist nämlich auch mein Geburtstag. Oh. Und wo doch das Schicksal sozusagen eine Verbindung zwischen uns geschaffen hat, wollte ich fragen, ob ich vielleicht eine Fotografie von Ihnen machen dürfte. Ja? Hier am Flügel? Auf Wiedersehen, Herr Wieg. Und gute Heimreise. Wiedersehen. Wo müssen Sie denn noch hin, Herr Wieg? Zum Hotel Duna. Dann begleiten wir Sie noch ein Stück. Herr Aradi, Ihr Musikstück. Wunderbar. Haben Sie schon einen Titel dafür? Ich habe gedacht, es soll das Lied vom traurigen Sonntag heißen. Was meinen Sie, Herr Sabo? Ein bisschen melancholisch, aber auch schön. Man müsste eine Schallplattenaufnahme davon machen. Dann würde das Gold auf Rot auf dem Etikett stehen. Fräulein Ilona, bitte werden Sie meine Frau. Was denn? Jetzt gleich? Begleiten Sie mich nach Berlin. Nirgendwo auf der Welt ist es aufregender. Deutschland ist erwacht. Und Sie sollten jetzt besser schlafen gehen. Ich habe seit kurzem eine kleine Firma. Ich werde deutsche Wertarbeit in alle Welt exportieren. Ich werde die größte Import-Export-Firma Deutschlands aufbauen. Für Sie. Verzeihen Sie mir, dass ich gelacht habe. Fräulein Ilona, ich liebe Sie. Bitte. Werden Sie meine Frau. Nein. Ich muss da lang. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Und vielen Dank. Gute Nacht. Er hat ein wunderschönes Lied für dich geschrieben. Ich habe ja gleich gesagt, dass er dir verfallen ist. Ein bisschen ich ihm auch. Du weißt doch, wegen mir musst du dir keine Gedanken machen. Ich habe immer gesagt, der Mensch soll sich frei entscheiden können. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach weiter, dann fällt dir die Entscheidung leichter.
seltsames Lied ist das. Das ist, wie wenn einem etwas gesagt wird, was man nicht hören will. Aber tief im Innern weiß man, dass es die Wahrheit ist. Ich muss jetzt gehen. Kummer ist eine schlimme Sache, das weiß ich gut. Man muss versuchen, an die schönen Dinge im Leben zu denken. Ne? Zum Beispiel unsere Majarovarula, Herr Wieg. Ihr Rollfleisch, das haben Sie doch immer so gerne gegessen. Ne? Wollen Sie wissen, wie das zubereitet wird? Sie müssen ein schönes, saftiges Filetstück in ganz dünne Scheiben schneiden und sanft klopfen. Ne? Dann zerlassen Sie Butter in einer Pfanne. Und wenn die Butter ihr Aroma so richtig entfaltet, dann geben Sie eine Knoblauchzehe hinzu. Aber im Ganzen. Damit nur eine milde Ahnung von Knoblauch an die Butter kommt. Dann legen Sie die Filets hinein und braten sie leicht an. Und erinnern Sie sich noch an die Füllung. Schinken. Ja, Schinken und Käse aus Majarova. Aber hauchfein geschnitten. Mhm. Und wenn Sie später von der Roulade ein Stück abgeschnitten haben, wird Ihre Zunge gekitzelt von drei Geschmäckern. Die passen so gut zusammen und sind doch so verschieden, dass Sie beim nächsten Bissen darauf achten, dass Sie bestimmt von allem auf der Gabel haben. Schinken und Käse. Es war gut. Ja. Das wird das schon sein. Laszlo. Ach, muss nichts sagen. Komm. Doch. Du hast mir mit deinem Rollfleisch das Leben zurückgegeben. Das vergesse ich dir nie. Gestern Nacht hat mir gar nichts Besseres passieren können, als jemand anderen vorm Ersaufen zu retten. Du wirst sehen, ich werde mich revanchieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Lieber nicht. Blind und zahnlos ist dein Wirt nichts wert. Hm? Und das gilt, glaube ich, auch für Importeure und Exporteure. Du hast recht. Dann könnten die Starken die Schwachen nicht fressen. So habe ich das nicht gemeint. Was der Herr Darwin über Tiere sagt, muss nicht für uns gelten. Tiere sind tierisch, Menschen menschlich. Nur sollten sie mindestens. Einsteigen, bitte. Einsteigen, bitte. Wir sehen uns wieder. Und sag der Ilona nicht, dass ich in die Donau gesprungen bin.
Gut geschlafen? Guten Morgen. Ich habe mir Zucker ausgebaut. Ich dachte, du möchtest vielleicht Zucker in den Kaffee. Ja. Die Mappe ist von meinem Professor am Konservatorium. Er hat sie mir zum Abschied geschenkt. Ein schlechter Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Er war davon überzeugt, dass aus mir mal ein berühmter Komponist wird. Er hat sich getäuscht. Vielleicht wirst du es noch. Spiel was für mich. Ich spiele, wenn du für mich singst. Ich singe nur noch, wenn ich allein bin. Jetzt bin ich nicht allein. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie, wie dick die Schale ist. Kochen mehlig. Die sind allerhöchstens was fürs Püree. Na, dann sind sie halt fürs Püree. Was ist jetzt? Für das Pfund Püree-Kartoffeln zahle ich keine 20 vielleicht. Hier, ihr könnt schon mal aufsperren, ich komme dann nach. Geh schon mal vor. Nein, ich will dabei sein, wenn über mich gesprochen wird. Wir müssen reden. Wieso nicht? Das hilft auch nicht weiter. Was hilft dann? Ich weiß nicht. Ich kenne die Ilona jetzt 4 Jahre und langsam wird mir klar, jeder Mensch will eigentlich am liebsten beides. Etwas für den Leib und etwas für die Seele. Etwas, das satt macht und etwas, das hungrig macht. Und die Ilona nimmt es sich eben. Ein Laszlo, ein Andrasch. Und eine geteilte Ilona ist mir immer noch lieber als keine Ilona. Was ist jetzt mit den Kartoffeln? 10 vielleicht. Die sind aus Wien. Die waren im Konzert. Die haben über ein Violinsolo geredet und dass sie davon eine Aufnahme machen wollen. Ja und? Also so aus Wien. Dann bring du ihnen den Kaffee und den Baratzk. Ich mach den Rest. Bitte schön. Zum Wohle der Herren. Zum Wohle.
Budapest. Das ist Budapest. Hm. Wünschen. Sagen Sie, was ist das für ein Musikstück? Das geht einem richtig zu Herzen, nicht wahr? Unser Hauspianist hat es selbst komponiert. Was Sie nicht sagen. Und hat das Stück schon einen Titel? Es heißt Das Lied vom traurigen Sonntag. Aha, Sie haben also sonntags geschlossen. Nein, wir haben nie geschlossen. Direktor Nowak von der Lindström Schallplattengesellschaft. Vielleicht dürfen wir Sie und den Herrn Komponisten nachher noch auf ein Glas Champagner einladen. Wir würden uns sehr geehrt fühlen. Ganz meinerseits. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass niemand den Herrn Komponisten und seine Komposition kennt. Dann muss man einem Redakteur etwas geben, dass er die Platte im Radio spielt. Sowas könnte einem aber leicht als Bestechung ausgelegt werden. Bestechung ist es nur, wenn es zu wenig ist. Natürlich kann man einem Redakteur der Radiogesellschaft etwas zustecken. Aber das müsste dann von den Tantiemen des Herrn Komponisten abgezogen werden. Zur Hälfte. Wie meinen? Halb abgezogen. Das ist eine Investition, die muss geteilt werden. Nicht brüderlich, ehrlich. Also gut, das lässt sich machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Tantiemen betragen 6%. Entschuldigung, ich habe gerade eine schlechte Akustik gehabt. Sagten Sie ja 12? 12%? So viel kriegt ein Franz Leha. Ja, aber bei einer Operette müssen Sie dann noch das Orchester bezahlen und den Chor. Und vielleicht kann einer von den 70 Leuten Zahnschmerzen bekommen. Dann können Sie die ganze Aufnahme verschieben. Also schön 8. 10. Neun. Und auf dem Etikett muss stehen, dass das Lied vom traurigen Sonntag hier in diesem Restaurant entstanden ist. Auch das lässt sich machen. Wenn's drauf passt. Schwedz. Dann sind wir uns ja einig geworden. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen einen ganz besonderen Champagner hole? Jahrgang 28. Ist gestattet. Der Herr Törres hat seine Mappe liegen lassen. Mit einem Zettel dran. Das Lied war sehr schön. Vielen Dank. Ich muss jetzt gehen. Dank ist gut. Bezahlen wäre besser. Er war so merkwürdig heute. Verzeihung. Eine Frage, Herr Szabo. Sie kennen die Welt besser als ich. Ich bin nur ein Pianist. Nur, das dürfen Sie nicht sagen, du. Gut, aber jeder Künstler hat ein Impresario. Und möchten Sie nicht mein Impresario werden und dafür 10% nehmen? Bitte. Das kränkt mich, Herr Aradi. Man kann doch nicht, wenn man einem Freund hilft, gleich eine Gebühr dafür nehmen. Danke, Herr Szabo. Danke.
Guten Morgen. Sie waren wohl noch mit den Herren Musikverlegern feiern, hm? Auf ein Glas, ja. Das war aber mehr als eins. Ja. Wollten Sie uns abholen? Ja, ich wollte Sie etwas fragen. Sie, Ilona. Aha. Die Aufnahme von der Schallplatte soll doch in Wien gemacht werden. Möchten Sie nicht mitkommen? Sie und Ilona. Nach Wien, Laszlo. Wir fahren nach Wien. Das geht doch nicht. Warum nicht? Dann müsste ich das Restaurant schließen. Aber doch nur für einen Tag. Das können Sie doch ruhig einmal machen, Herr Sabo. Bitte. Lass uns nach Wien fahren. Wir drei. Mir zuliebe. Nein, ich schließe das Restaurant nicht. Auch nicht für einen Tag. Auf keinen Fall. Da müsste schon sonst was passieren, dass ich mein Lokal zumache. Mindestens die Sintflut. Der Herr Törres. Er hat sich aufgehängt. Was hat er auf seiner Mappe geschrieben? Das Lied war sehr schön. Vielen Dank, ich muss jetzt gehen. Sonntag, komponiert und vorgetragen von Andras Aradi. Das Lied ist entstanden im Restaurant Sabo, im ersten Bezirk von Budapest. Hast du gehört? Und nun vor. Ja. Hey. Danke. Es ist schon eigenartig. Jetzt kann man es nicht mehr aufhalten. Mein Lied geht in die Welt hinaus. Und bringt Tantiem mit nach Haus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich es noch nicht weglassen sollte. Als ob es mir noch etwas sagen wollte. So etwas wie eine Botschaft. Aber ich verstehe sie nicht. Ich versuche es, aber ich verstehe die Botschaft nicht. Sie dürfen sich nicht zu sehr anstrengen, sonst verstehen Sie sie erst recht nicht. Was meinen Sie, Herr Sabo? Das ist wie beim hohen C. Wenn man es zu sehr will, trifft man es nicht. Das verstehe ich genauso wenig wie die Botschaft vom Lied. Weil Sie sie nicht verstehen wollen. Sie haben doch gesagt, ich soll sie nicht verstehen wollen. Geben Sie es auf. Musiker sind fürs Gefühl zuständig, nicht fürs Gehirn. Lieber fürs Gefühl als fürs Geschäft. Euch Juden geht's doch immer nur ums Falschen. Stimmt. Fragt sich nur, ob die anderen zu fein dafür sind. Oder zu blöd. Hört auf jetzt. Wir wollen feiern und ihr streitet euch wie die Idioten. Du hast gut reden, du hast doch alles, was du brauchst. Zwei Männer und wir haben jeder nur eine halbe Frau. Genau. Wer ist denn schuld, dass wir streiten?
Und leiden. Und leiden. Das musste doch mal gesagt werden. Genau. Was machen die denn noch so spät auf der Straße? Die gehören doch schon längst ins Bett. Ungarn ist heute aus dem Völkerbund ausgetreten. Hitler zuliebe. Wenn das ein Grund zum Feiern ist, dann brechen tolle Zeiten. Die und ihre deutschen Freunde sind einfach nach Österreich reinmarschiert. Einfach rein nach Wien. Sie waren doch auch in Wien. Sie und die Ilona. 3 Tage. Ja. Oh. Sie sind entlassen. Ihre Lieder sind mir sowieso zu traurig. Ich engagiere eine Zigeunerkapelle. Ja, Aradi. Wenn wir schon zusammen in einem Bett schlafen, können wir auch du zueinander sagen. Laszlo. Andras. 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 Stell dich wieder ein. Die armen Zigeuner. Ilona, es tut uns leid. Nein, es ist meine Schuld. Ihr seid beide unglücklich. Und ich bin es auch. Ich will das nicht mehr. Wir müssen uns trennen. Beide. Ich meine... alle. Nein, nein. Wir sind nicht unglücklich. Nur manchmal. Ilona, wir brauchen dich. Du brauchst uns doch auch. Alle beide. Bitte schön. Für Fräulein Ilona. Er kommt aus dem Ausland. Für mich? Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der ist von dem Herrn Weg. Oh, und seinen lieben Freund Laszlo lässt er auch ganz herzlich grüßen. Und was schreibt er sonst? Verzeihen Sie mir, dass es mit der Fotografie so lange gedauert hat. Dafür ist sie wunderschön geworden. Immer wenn ich sie betrachte, muss ich an Budapest denken und besonders an Sie. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen damals gesagt habe? Was hat er denn gesagt? Das ist privat. Ansonsten habe ich viel zu tun. Meine Firma expandiert mit dem Deutschen Reich. Aus Deutschland wird Großdeutschland. Denn wir sind ein Volk ohne Raum. Andere Völker haben auch nicht mehr Platz und fangen deswegen nicht gleich einen Krieg an. Ich glaube, er meint das mehr ökonomisch. Herr Sabo? Telefon. Und ich glaube, er meint es so, wie es da steht. Sabo? Ja? Das Lied vom traurigen Sonntag ist hier komponiert worden. Ja. Ja, es wird jeden Abend gespielt. Sehr gerne. 20 Uhr? Sehr geehrt. Das war der Juniorchef vom Mendel-Konzern. Der hat einen Tisch bestellt für 6 Personen wegen des Lieds, ausdrücklich. Mendel? Ja, nur Mendel. Stahl und Textilien, die beschäftigen mindestens 30.000 Leute. Die haben 3 Villen allein in Budapest. Ja,
Wie geht es jetzt mit uns weiter? Uns dreien? Ich probier's noch mal mit euch. Es sind aber mehr als sechs. Gottbüt, stell einen Tisch dazu und Stühle. Wir brauchen Stühle. Guten Abend, Herr Mendel. Herr Sabo, meine Schwester. Es ist eine besondere Ehre für uns, dass ihr heute unser Restaurant besucht. Bitte schön. Wenn ich Sie um eine kleine Widmung bitten dürfte, Professor Teitelbaum, Sie wären dann der erste Mathematiker auf meiner Gästeliste. Ihr Restaurant lobe ich gern. Nur, dass Sie auch Schweinefleisch auf der Karte haben. Es zwingt dich niemand, es zu nehmen, Onkel. Aber dass er auch nach Sabbat geöffnet hat? Herr Professor Teitelbaum, ich schließe mein Lokal nie. Nicht an Sabbat, nicht an Sonntag, nicht an Weihnachten, nicht an Passa. Kann ich Ihnen sonst irgendeinen Wunsch erfüllen? Vielleicht einen koscheren Birnengeist? Natürlich auf Rechnung des Hauses. Gut, ja. Gern. Danke. War das zu Ihrer Zufriedenheit, Herr Mendel? Ich muss Ihnen sagen, mein lieber Herr Sabo, ich bin wirklich froh, dass meine Schwester darauf bestanden hat, heute Abend hierher zu kommen. Ihr Kesselfugerschwein Gedicht. Fast noch besser als das im Gundel. Mein Bruder hat schon recht mit dem Fogasch, das war sehr gut. Aber seien Sie mir nicht böse, Herr Sabo. Das Lied vom traurigen Sonntag war eindeutig das Schönste heute Abend. Da halten sich das Süße und das Bittere ganz wunderbar die Balance. Gibt's denn noch einen Text zu dem Lied? Nein, bislang noch nicht. Das Lied braucht keine Worte. Auch so sagt es mir ganz viel. Ob er es noch mal spielen könnte? Wer könnte die Bitte aus einem so wohlgeratenen Mund abschlagen? Herr Aradi? Ja? Verzeihen Sie bitte die Störung. Sie sind der Komponist des Liedes vom traurigen Sonntag? Ja, der bin ich. Dürften wir eine Fotografie von Ihnen machen? Sicher. Schließlich haben Sie ein sehr erfolgreiches Stück geschrieben. Was sagen Sie dazu, dass sich in Budapest in den letzten drei Tagen 5 Menschen das Leben genommen haben? Alle 5 hatten Ihr Lied auf dem Plattenteller. Was? Alles junge, hoffnungsvolle Leute aus gutem Hause. Nachdem Sie Ihr Lied gehört haben, wollten Sie nicht mehr leben. Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Aradi? Sagen Sie was. Haben Sie eine Erklärung? Was ist los, Ilona? Ich verstehe nicht, wo Andrasch bleibt. Der wird schon noch kommen. Andrasch kommt doch nie zu spät.
Komm nach hinten links, bitte. Vielleicht hat er auch die Meldung über die Selbstmorde gelesen. 5 Tote. Das trifft ihn ins Herz. Aber da kann man mal wieder sehen, wie alles seine 2 Seiten hat. Wieso? Den ganzen Morgen hat das Telefon geklingelt. Wir waren um 11 Uhr schon ausgebucht. Wenn er sich was antut. Wir gehen ihn suchen. Ilona, das geht doch nicht. Die Weinlieferung. Die ist natürlich wichtiger. Wo denn links? Ilona! Ilona, das sind Raritäten. So ein Angebot haben Sie nicht einmal im Gundel. Haben Sie ordentlich was investiert? Pause können Sie hinterher machen. Hinterher machen wir auch eine. Andras! Verfluchtes Lied. Andras nicht. Ich werde nie wieder komponieren. 5 Tote. Und ich bin schuld. Sie wären besser dran, wenn es mich nicht geben würde. Das darfst du nicht denken. Du hast sie doch nicht dazu aufgefordert. Du hast ihnen den Abschied nur verschönt. Aber warum wollen die Leute gerade mit meinem Lied sterben? Vielleicht hat es mit der Botschaft zu tun, von der du geredet hast. Hast du denn inzwischen herausgefunden, was das Lied sagen will? Nein. Nur dann hast du doch noch was zu tun auf der Welt. Und wenn ins Wasser, dann alle 3. Was ist das denn? Da bleibt einfach das Herz stehen, wenn man es will. Aber jetzt will ich es nicht mehr. Trotzdem ist das besser bei mir aufgehoben. Jetzt müssen wir aber langsam los. Na.
deutschen Waffenbrüder im Westen Europas hat sich fortgesetzt. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zeigte sich über den Erfolg seiner Truppen sehr erfreut. Auch dieser Mann hat allen Grund zur Freude. Es ist der Komponist des Liedes vom traurigen Sonntag, ein sensationeller Schallplattenerfolg. Allerdings veranlassten die magischen Töne des Liedes allein in Ungarn in den letzten 8 Wochen 157 Menschen dazu, Selbstmord zu begehen. Durch ganz Europa hat es inzwischen seinen grausigen Siegeszug angetreten. Als Gloomy Sunday erobert das Lied die ganze Welt. In New York wird es jetzt Mode, mit einem tragbaren Grammophon auf dem Vordersitz eines Studebaker in den Hudson zu fahren. Gloomy Sunday bringt vielen den Tod, aber einen macht es reich, seinen Komponisten. Hans. Laszlo. Du in Budapest. Du, wenn Leute dabei sind, ist es besser, du sprichst mich nicht mit du an, sondern mit Herr Standartenführer. Bitte um Verzeihung, Herr Standartenführer. Naja, unter uns bleibt es natürlich bei Hans. Der Standartenführer ist nur für die anderen. Mensch, hab ich mich auf das Rollfleisch gefreut. Das hat in Deutschland keiner so gut gemacht wie du. Bitte setz dich, ich bestell's dir gleich. Laszlo, ich weiß, dein Heiligtum darf niemand betreten, aber ich würde doch gerne einmal sehen, wie mein Rollfleisch zubereitet wird. Gigolo ist auch noch da. Na, sowas. Guten Abend, Fräulein Ilona. Guten Abend, Herr Wieck. Das ist jetzt der Herr Standartenführer. Sie haben sich verändert, Herr Standartenführer. Sie überhaupt nicht. Ich habe übrigens geheiratet. Meine Frau? Meine kleine Tochter. Süß. Alle beide. Die Versorgungslage scheint ja noch ganz gut zu sein. Bist du geschäftlich hier in Budapest? Kann man sagen. Wegen deiner Import-Export-Firma? Im Moment vertrete ich eine etwas größere Firma. Du musst nicht alles glauben, was man über uns redet. Ich bin bei der ersten Reiterstandarte. Wir sind Reiter, Sportskameraden, verstehst du? Und wenn man auf einem Ross sitzt, sieht von da oben manches anders aus. Ne? Rollfleisch. Herzlich willkommen in Budapest, Hans. Etwas Gutes muss es doch haben, dass sich der Endsieg so lange hinzieht. Wie sieht's mit Kerzen aus? Gibt's nicht. Kerzen sind überall beschlagnahmt worden. Und was kosten die, die beim Beschlagnahmen übersehen worden sind? Doppelt so viel wie früher. Ich gehe noch Blumen holen, die werden sie hoffentlich nicht beschlagnahmt haben. Du komponierst wieder. Was wird das? Das soll ein Text werden für das Lied vom traurigen Sonntag. Suchst du immer noch diese Botschaft? Der letzte Atemzug bringt mich für immer heim. Im Reich der Schatten, da werde ich geborgen sein.
Versprich mir, dass du das nicht tust. Nicht solange ich dich habe. Lassen Sie. Ich bestelle Ihnen was, Obersturmbannführer. Herr Standartenführer? Wir hätten gerne zweimal das Rollfleisch, dazu eine Flasche von dem guten Roten und nach dem Essen würden wir gerne das Lied hören. Sie wissen schon, das Berühmte. Herr Professor, Sie wollen schon gehen? Ja, auf Wiedersehen. Ist das ein jüdisches Restaurant? Auf jeden Fall ist es ein gutes. Dass die ausgerechnet einen Totenkopf auf ihren Mützen haben. Wenn jemand einen Totenkopf trägt, hat das auch einen Grund. Für die ist das ihr Firmenschild. Aber wie überall gibt es auch in dieser Firma solche und solche. Denen steht der Totenkopf. Allen beiden. Du musst reden. Ihr Christen habt ein Kreuz als Firmenschild. Das ist ein Hinrichtungsgerät, ein hundsgemeines dazu. Was haben die beiden da zu mauscheln? Der eine ist Jude, das rieche ich doch. Heute geht es nicht um die Endlösung, sondern ums Rollfleisch. Und das macht keiner so gut wie dieser Mann da. Nein, danke, nicht so viel. Alkohol vertrage ich nicht. Gute Nacht. In meinem Garten. Vorsicht, Obersturmbannführer. Rosmarienbaum. Gemütlich. Das ist Gemüt. Das haben nur wir Deutschen. Das kommt von Norden. Das kommt nicht von Süden, reingemauschelt. Wissen Sie, wir Deutschen, wir können so ganz hin verströmen ans Leben, weil wir Gemüt haben. Mich angegriffen! Nicht vor den Leuten, Mensch! Reißen Sie sich doch zusammen! Ich mach Hackfleisch aus den dreckigen Juden! Aus allen ungarischen Juden mache ich Hackfleisch! Mit Paprikasauce! Hackfleisch, warte den Obersturmbannführer zu Kai Luna. Jawohl. Ich komm allein nach Hause. Kutsche! Tut mir leid, Lassi. Dieser Eichbaum, er ist ein Besessener. Das tut mir leid. Danke. Das ist keine Ursache. Du weißt doch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Soll ich nicht mitkommen? Nein. Hans, bitte, bring Ilona nach Hause. Fahren Sie, los! Dass Sie Laszlo geholfen haben. Das war doch selbstverständlich. Seinen Freunden hilft man doch. Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem wir beide hier entlang gegangen sind. Haben Sie denn inzwischen die größte Import-Export-Firma Deutschlands aufgebaut? Noch nicht. Sie haben mich ja damals nicht erhört. Das wird mir erst gelingen, wenn Sie mich erhört haben. Das wissen Sie doch. Und Ihre Frau? Ich dachte immer, des Deutschen Ehre ist die Treue. So viel zum Thema Totenköpfe. Auf Uniform. Aber du hast gesehen, dass es solche und solche gibt. Naja. Ich könnte jetzt eine Medizin gebrauchen, dann halt das besser. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Andrej,
sie wäre heute mit dir gegangen. Was ich Ihnen erzählt habe, ist streng vertraulich. Ich tue das für Laszlo. Und für Sie. Ilona. Ich liebe meine Frau. Und ich würde nie mit einer anderen. Aber mit Ihnen. Das wäre nicht mit einer anderen Frau. Das wäre mit einem Engel. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, Engel tun so etwas nicht. Bist du sicher? Ich denke schon. Wir im Himmel sind da eher konservativ. Sehr weh. Deswegen schließen wir unser Restaurant noch lange nicht. Ich habe da was gehört, dass die Deutschen die Juden in Ungarn alle umbringen wollen. So was habe ich auch schon gehört. Aber ich weiß es, Laszlo. Ich weiß es sicher von Hans. Mein Vater war jüdisch und meine Mutter auch. So bin ich halt auch jüdisch. Nun, mein Gott, wer denkt schon groß drüber nach? Wenn meine Eltern Irokesen gewesen wären, dann wäre ich eben irokesisch. Wie stellen die Herren sich das überhaupt vor? In Ungarn gibt es über eine halbe Million von uns. Unsere deutschen Waffenbrüder werden das schon gründlich machen. Die sagen, nach uns die Sintflut. Ja, und weil wir das jetzt wissen, können wir doch sagen, meine Herren, nach ihrer Sintflut wir. Hä? Nehmen wir mal an, ich überschreibe mein Restaurant auf dich. Was? Und du machst mich zu deinem Geschäftsführer. Dann beantragst du einen Schein, dass ich kriegswichtig bin. Hans wird uns dabei helfen. Und mein Vermögen übertrage ich auf dich, dann kann es mir keiner wegnehmen. Und wenn sich die Herren zu Tode gesiegt haben, dann gehen wir zum Notar und machen alles wieder rückgängig. So machen wir das. Und nach der Sintflut wir. Nach der Sintflut wir. Mein Name ist Ilona Warnay. Ich habe einen Termin bei Herrn Wieck. Der Herr Standartenführer ist noch in einer Besprechung. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Entschuldigung, ist das nicht die Mendel-Villa? Jetzt nicht mehr. Hier werden jetzt Wirtschaftsgüter erfasst. Wenn es reichlich braucht, sind wir dafür zuständig. Haben Sie die letzten Seiten fertig? Fräulein Warnay, das ist aber schön, dass Sie mich besuchen. Guten Tag. Ich bin gleich für Sie da.
das Wichtigste ist doch, dass Ihre Familienangehörigen aus dem Lager geholt werden. Das wäre nicht nötig, wenn Sie uns nicht ins Lager gebracht hätten. Zigarette. Laut Verordnung der Reichsregierung müssen alle in Budapest wohnhaften Juden in Arbeitslager interniert werden. Herr Mendel, aber ich kann Ihnen und Ihrer Familie garantieren, dass Sie in ein neutrales Land ausreisen können. Ihr Angebot von 600.000 Dollar ist geradezu nichts. Allein die Fabriken sind 60 Millionen wert. Ich glaube nicht, dass eine solche Forderung im Sinne Ihrer Familie ist. Es tut mir leid, aber da muss ich jetzt den Telefonhörer abnehmen und dem Obersturmbannführer Eichbaum mitteilen, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Er ist dann für alles Weitere zuständig. Unter diesen Umständen sind 600.000 Dollar eine annehmbare Summe. Dann können wir unterschreiben. Tut mir leid, dass Sie warten müssen. Möchtest du ein Gläschen Champagner? Nein, ich habe eine Bitte. Alles, was du willst. Ich habe heute ein sehr gutes Geschäft gemacht. Könnten Sie uns einen Schein besorgen? Willst du nicht endlich du zu mir sagen? Kannst du uns einen Schein besorgen, dass Laszlo kriegswichtig ist? Und was kriege ich dafür? Das war ein Witz. Natürlich kriegst du den Schein. Herein. Herr Standartenführer, Ihr dringender Brief an den Reichsführer SS. Ja? Ich habe das genauso abgetippt, wie Sie das aufgeschrieben haben. Gut. Es ist nur, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen dürfte, laut Duden schreibt man Indossamentsverbindlichkeiten vorne mit SS. Frau Häberle? Ja, Herr Standartenführer. Nicht der Duden. Ich bestimme, wie und was Sie zu schreiben haben. Herr Liedler. Herr Standartenführer. Andrasch, was machst du denn hier? Das will ich dich lieber nicht fragen. Weißt du, wie lange es gedauert hat? 57 Minuten. Zwei Männer genügen dir wohl nicht. Macht's dir ein Arier besser als zwei Ungarn? Hans. Der Herr Standartenführer. Ich möchte mich für alles bedanken, was Sie für mich getan haben. Ja, ja, schon gut. Wir hätten gern das Rollfleisch. Unsere Nadjarova-Rouladen sind sicherlich ein ausgezeichnetes Gericht, aber vielleicht sollten Sie auch mal was anderes probieren. Unser Istvan ist heute zum Beispiel ein wunderbarer Donauwaller gelungen. Sehr freundlich, aber wir hätten gerne das Rollfleisch. Herr Standartenführer, ich bin untröstlich, aber die Versorgungslage mit Rollfleisch kann ich heute leider nicht dienen. Das ist aber unangenehm. Wie stehe ich denn jetzt da? Dann bringen Sie uns das Beste, was Sie haben. Aber keinen Fisch. Zu Diensten. Und hören Sie auf mit diesem zu Diensten. Dann eben nicht zu Diensten. Uns ist so komisch heute. Weißt du, wer der andere ist? Ich glaube, das ist Standartenführer Schneefke. Soweit ich weiß, macht er in Böhmen und Mähren das Gleiche, was Hans in Ungarn macht. Das sind Kollegen sozusagen. Eichbaum hat doch nur seine Endlösung im Kopf. Aber warum vernichten, was man nur verkaufen kann? Das begreift er einfach nicht. Deswegen darf er nichts von unserer kleinen Transaktion erfahren. Kein Problem. Der ist so damit beschäftigt, seinen Krieg doch noch zu gewinnen, dass wir uns in aller Ruhe auf den Nachkrieg vorbereiten können. Man dürfte sich allerdings dabei nicht allzu weit von der Legalität entfernen.
Natürlich nicht. Aber das Schöne und Lebendige an der Legalität ist doch, dass sie fließende Grenzen hat. Zum Wohl, Herr Standartenführer. Herr Standartenführer? Ein Rosseweib. Das kann man wohl sagen. Es bleibt das Problem des Transporters. Da habe ich eine Idee. Was wird zurzeit massenweise in Deutschland eingeführt? Wir schicken Särge. Unsere Frauen kümmern sich um die würdige Beisetzung im Familiengrab. Der liebe Vetter ist schließlich Verführer und Vaterland gefallen. Haben die Herren noch einen Wunsch? Sabo, erzählen Sie doch auch mal einen Witz. Es darf auch ein jüdischer sein. Da sind wir tolerant. In einem Lager gab es einen Lagerkommandanten, der hieß Müller. Und er hat ein Glasauge gehabt. Und eine Angewohnheit hat er auch gehabt, der Herr Lagerkommandant Müller. Nämlich, wenn immer er in Stimmung war, ließ er den nächstbesten Häftling zu sich rufen, um ihm zu zeigen, was deutsche Wertarbeit ist. Wenn er herausfände, welches von seinen Augen das Künstliche sei, dürfe er abtreten. Wenn nicht, wird er erschossen. Und eines Tages hat er den Häftling Jakob Korngold erwischt und ihm die gleiche Aufgabe gestellt. Da hat ihn der Jakob Korngold angeschaut und hat gesagt, nur das linke Auge ist das Glasauge, Herr Lagerkommandant. Wie er das denn so schnell herausgefunden hätte. Darauf der Jakob Korngold, nun wissen Sie, Herr Lagerkommandant, es schaut so gütig. Guter Witz, Sabo. Sehr guter Witz. Und jetzt spielen Sie das berühmte Lied für uns. Das Lied, bitte. Haben Sie nicht verstanden? Wird's bald. Mal sehen, was gleich passiert. Trauriger Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit. Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit. Schließ ich die Augen, dann seh ich sie hundertfach. Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach. Spiel für mich. Ich seh Gestalten ziehen im Zigarettenrauch. Lasst mich nicht hier, sagt den Engeln, ich komme auch. Trauriger Sonntag. Einsame Sonntage hab ich zu viel verbracht. Heut mach ich mich auf den Weg in die lange Nacht. Bald brennen Kerzen und Rauch macht die Augen feucht. Weint doch nicht, Freunde, denn endlich fühl ich mich leicht.
Der letzte Atemzug bringt mich für immer heim. Im Reich der Schatten, da werd ich geborgen sein. Trauriger Sonntag. Meiner Pistole. Das wollte ich nicht. Mir tut es auch leid. Kann ich irgendwie helfen? Ja, Hans, das kannst du. Kannst du mir Papiere besorgen, mit denen ich aus Ungarn rauskomme? Natürlich kann ich das, Laszlo. Aber du musst doch nicht weg. Ich fürchte doch. Ich hab's lange nicht glauben wollen, aber ihr Deutschen meint es bitter ernst. Solange ich da bin, passiert dir nichts. Da kannst du ganz beruhigt sein. Aber wir könnten ein paar deiner Landsleute retten. Landsleute? Juden, meine ich. Es würde allerdings etwas kosten, die rauszubringen. Naja, Schmuck, Silber, Gold, notfalls auch Währungen. Aber nur Franken und Dollar. Keine Penguins und Reichsmark schon gar nicht. Für die Unkosten. Versteh schon. Es geht darum, dass wir Menschen davor bewahren, durch den Schornstein zu gehen. Es gibt Worte, die macht euch Deutschen keiner nach. Blitzkrieg, durch den Schornstein gehen. So bildlich. Da kann man sich richtig vorstellen, wie unten einer reingeschoben wird und oben kommt er rausgeschwebt mit Flügeln hinten dran. Willst du mich verarschen? Engel mit Flügel aus dem Schornstein? Mann, wo wir sind, ist die Hölle. Du hast recht. Und die Teufel werden immer mehr. $1000 pro Person müssten es schon sein. Das ist gar nicht so viel. Wenn eine Person bei ihrer Ausreise 27 Jahre alt ist. Und nehmen wir mal an, diese Person wird 70 Jahre alt. Dann bleiben ihr 43 Lebensjahre, also 516 Lebensmonate. Das wäre also eine Summe von weniger als $2 pro verbleibenden Lebensmonat. Nur was ist das schon? Wenn man überlegt, was schon die Miete kostet. Wir können es auch lassen. Dann kostet es deine Freunde nichts, nur das Leben. Also, bring mir Interessenten in meine Villa. Aber nicht vor 6 Uhr abends und nicht mehr als 3 auf einmal. Und die Judensterne sollen sie verdecken. Und du musst dir keine Sorgen machen. Dein Name steht ganz oben auf der Liste von Personen, die nicht ohne meine ausdrückliche Zustimmung einer Sonderbehandlung zugeführt werden dürfen. Sonderbehandlung.
ist auch sein Wort. Ich glaube, ich habe gerade die Botschaft vom Lied vom traurigen Sonntag verstanden. Die Andrasch immer gesucht. Ich glaube, das Lied will sagen, dass jeder Mensch seine Würde hat. Wir werden verletzt, wir werden gekränkt. Und das alles halten wir aus, solange wir uns einen letzten Rest Würde bewahren können. Aber wenn uns nur noch ein Kübel Jauche nach dem anderen über den Kopf gegossen wird, dann ist es vielleicht besser, sich von dieser Welt zu verabschieden. Dann muss man gehen. Aber mit Würde. Wer sagt denn, dass man gehen muss? Man kann auch bleiben und für sein Glück kämpfen. Es gibt Menschen, die das können. Andrasch hat es nicht gekonnt. Verzeihen Sie mir, Herr Standartenführer. Nehmen Sie. Das ist für den Neuanfang in der Schweiz. Ich bin Ihnen so dankbar. Beruhigen Sie sich. Vielleicht können Sie sich ja eines Tages revanchieren. Das würde ich gerne. Wenn sich die Zeiten einmal ändern, dann sagen Sie einfach, wer Sie gerettet hat. Das werde ich bestimmt. Das werde ich. Bitte verzeihen Sie. Ich habe da einen Onkel. Professor Moishe Teitelbaum. Er war Mitglied des Judenrates. Ein berühmter Mann. Er würde sich genauso dankbar erweisen wie ich. Dann schicken Sie ihn her. Unglücklicherweise ist er gestern abgeholt worden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Rote Armee ist zum Vorstoß auf Ungarn angetreten. Herr Sabe. In den nächsten Tagen. Ich habe eine Geldanweisung für Sie, Herr Sabo, und Fräulein Ilona. Wer schickt uns denn Geld? Die Lindström-Schallplattengesellschaft. Ein Schreiben ist auch dabei. Danke. Sehr geehrte Frau Warnay, sehr geehrter Herr Szabo, unser allseits verehrter Komponist, Herr Andrasch Aradi, hat uns angewiesen, nach seinem Tod die Tantiemen aus dem Lied vom traurigen Sonntag Ihnen beiden zu gleichen Teilen zukommen zu lassen. Sie
finden anbei die letzte halbjährliche Abrechnung. Hochachtungsvoll. Dann mir zu gut zu gefallen. Laszlo, ich möchte immer in deiner Wanne baden. Ich sehe mal nach, ob dir die Kartoffeln endlich geliefert haben. Dritter Stock. Wo ist Laszlo Szabo? Er ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Savo? Halt! Warten Sie! Das ist ein Irrtum! Ich bin die Besitzerin dieses Lokals und das ist mein Geschäftsführer! Herr Savo hat eine Sondergenehmigung! Er wird gebraucht! Jetzt nicht mehr! Sturmbannführer Eichbaum, lieber Kamerad, ich gebe meine Zustimmung, dass folgende Personen einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Hochhauser Aaron, Heimann Samuel, Muschi Lea, Friedländer David, Schweiger Aviva, Kaplan Simon, Heil Hitler. Kaplan können Sie streichen, der noch bezahlt. Soll ich das dann lieber nochmal abtippen? Ja. Dann könnte ich vielleicht, wenn Sie nichts dagegen haben... Was? Ich weiß, ich soll das so abtippen,
wie Sie das aufgeschrieben haben. Aber da wären wieder einige Verstöße gegen die Rechtschreibung des Duden drin. Der Duden, der Duden, der Duden. Kommen Sie mir nicht immer mit dem Duden! Der Duden ist unser Unglück! Herr Hedler, ja, natürlich. Wunderbar. Deutschland muss endlich dudenfrei werden. Dudenfrei! Und judenfrei, oh, jetzt ist schon mal wahr. Dudenfrei, judenfrei! Was ist denn los? Du musst ihm helfen. Psst, psst, ganz ruhig. Bitte. Ist ja gut. Ist ja gut. Bitte. Ja. Du musst ihm helfen. Hilf ihm, ja. Tu's für mich. Ihm doch. Natürlich helfe ich ihm. Ja. Natürlich helfe ich ihm. Versteht euch doch alles. Herr Obersturmanführer, Standartenführer. Wie geht es Ihnen? Setzen Sie sich doch. Danke. Ich will Sie nicht aufhalten. Ist der Transport nach Auschwitz schon weg? Nein, der wird gerade verladen. Ich brauche eine Ausnahmegenehmigung. Ja, da ist einer irrtümlich auf die Liste gekommen. Ach ja? Um wen handelt es sich? Los, los, vorwärts! Gut, alles klar. Einung! Gehen. Ein bisschen schneller. Gehen. Aleta! Bleibt in der Reihe. Weiter, weiter, weiter.
Heidelbaum. Professor Heidelbaum? Ja? Kommen Sie, wir haben nicht viel Zeit. Es ist für mich mit der allergrößten Lebensgefahr verbunden, Sie herauszuholen. Danke. Ich bringe uns in Sicherheit. Liebe Ilona, ich höre jetzt ganz deutlich, was mir das Lied vom traurigen Sonntag sagen will. Den letzten Kübeljauche soll ich mir ersparen. Ich mache es einfach wie Andrasch. Zum Kämpfen ist es für mich zu spät und richtig gelernt habe ich es auch nie. Sei nicht traurig, dass es nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt heißt es, nach der Sintflut, du. Jetzt wächst schon Gras auf dir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse. Euch beide, ich vermisse euch beide so sehr. Laszlo ist genauso tot wie du und hat noch nicht einmal ein Grab. Sein Freund Wieck hat ihn einfach durch den Schornstein gehen lassen. Er hat bloß solchen Leuten das Leben gerettet, die ihm nach dem Krieg nützlich sein konnten. Das hat er gut geplant. Er ist ein Geschäftsmann, der sehr praktisch denkt. Der Teufel soll ihn holen. Ich muss jetzt los und Tische decken. Heute mache ich das Restaurant wieder auf. Du musst mir Glück wünschen. Du musst uns Glück wünschen, nach der Sintflut wir. Hans-Ewald Wieck ist tot. Der Konzernchef und mehrfache Ehrendoktor ist heute in Budapest an Herzversagen gestorben. Ganz Deutschland trauert um diesen Mann. Während des Zweiten Weltkrieges hat er über 1000 Juden unter Einsatz seines Lebens aus Budapest gerettet. Aus dem Nichts hat er nach dem Krieg das größte Import-Export-Unternehmen unseres Landes aufgebaut. What a gloomy Sunday this is this evening. And with his favorite song in his ears. Am heutigen Sonntag wollte er hier seinen 80. Geburtstag feiern. An einem Ort, mit dem er nur die schönsten Erinnerungen verbindet, wie er mir heute Morgen noch versichert. Vielen Dank, Herr Botschafter. Ja.
Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Tree.